drei Dinge simultan erfassen und ins Kalkül ziehen zu können, ist schon wichtig. Und manche Dinge, zum Beispiel die Navigation, der Pilot muss ja viele Einflussgrößen gleichzeitig ins Kalkül ziehen können. Verstehst, nicht nur Temperatur, das Barometer, also Luftdruck und das Hygrometer, also da die Feuchtigkeit, sondern viele Einflussgrößen, Eingangskanäle, und diese verarbeiten in einem Prozess, unterstützt durch die Hochtechnologie, und andererseits auch zu einem Entschluss kommen, also der Pilot, dass er sofort sehr schnell dann reagiert, auch muss er denken, einen Trakten zu steuern, heißt diese ganzen Einflussgrößen zu erfassen. Natürlich hat er da Sensorik zur Hilfe aus der Spitzenhochtechnologie, und um Entscheidungen zu fällen und das Verarbeiten der Einflussgrößen hat er natürlich sehr viele Computer, die parallel für ihn eingesetzt werden. Aber andererseits braucht er auch das zehnfache, die zehnfache Entschlusskraft, Schnelligkeit, verstehst, Reaktionsmechanismus wie ein normaler Alltagsmensch. Der Pilot zum Beispiel eines einstrahligen Kampfflugzeuges. Da muss er denken, weil er trägt dann auch Verhandlungen. Ein Fehler würde bedeuten, dass eine ganze Stadt wie Rom zerbricht in tausend Teile, wenn die reinstürzen sollte. Und so geht es im Leben. Von diesem Jesus Christus ausgesehen, die liebende Zuwendung der konstruktiven Mitarbeit, die im Dienste des anderen, des Nächsten zur Geltung kommt. Hallo. Und wenn man das aber leugnen wollte, also die 10 Gebote, du sollst das und das tun, dann kommt jedes Mal allein durch einen einzigen Menschen, der kann schon tausendmal sowas anstellen im Laufe seines Lebens, verstehst? Also ein einzelner Mensch zum Beispiel, der schlecht die Gebote aufnehmen will oder der sie ab zu Fleiß, also absichtlich in die Devastation oder in die Inversion bringen wollte, kann ja nicht nur für 77 behinderte Pflegende zum Beispiel die Ermordung bedeuten, sondern sehr viel mehr. Servus! Verstehst? Wenn in der Hochtechnologie ist es so, wenn zum Beispiel so in diesen Schaltbrettern, in den Armaturenbrettern, wo ja die ganzen Sensorik und die ganzen Sensoren auf einen Punkt, auf ein Zentrum angeordnet sind, wenn da ein einziges ausfällt, wird schon sehr gefährlich manchmal. Und wenn dann mehrere abhängige Größen auch noch ausfallen sollten, dann kannst du es nicht mehr steuern, verstehst? Und wenn du jetzt ein Mensch bist, der wollte zum Beispiel gleich 7 das Barometer, das Hygrometer, das Thermometer, alles pervertieren und absichtlich immer stören, verstehst? Mehrere sensorische und mehrere Stellgrößen blockieren, verstehst? Durch Querulare. Da musst du dir vorstellen, was dann aus einer einstrahligen Düsen-Kampfmaschine dann werden würde. Jetzt muss er denken, normalerweise so Grundrecht, Verfassungsschutz müsste dafür sein, dass so Grundbedürfnisse des Menschen mit Selbstverständlichkeit angenommen werden würden. So wie die Anordnung Hygrometer, Barometer, Thermometer, müsste es natürlich also aus der Sicht des Piloten oder des Erkenntnistheoretikers, der auf den Lebensbaum aufgesprungen ist, natürlich ein leichtes sein, dass ich sage, ich gönne dir Essen, verstehst, Nahrung, ich gönne dir da was zum Trinken und ich gönne dir deine eigene Frau und deine Nachkommen. Und da braucht man nicht streiten. Verstehst, aber wenn du 500, also eine halbe Million sehr schwere Verbrechen gegen nur die expressionistische Darstellung, bin Mann im besten Alter, möchte einmal eine Frau nur kennenlernen und dann kriegst du eine halbe Million, also schwerste Querulation, dann sieht man daraus, was glaubst du, wenn ich dieses Volk dann als Pilot einsetzen würde in einem einstrahligen Kampfflugzeug?
verstehst, wo es gilt, 300.000 Computer zusammenzuhalten, zehnmal so schnell in der Entschlusskraft zu arbeiten wie ein normaler Spitzentechnologe, verstehst, mit ein paar Diplom-Ingenieur-Titel, dann ist vorbei, verstehst? Du musst dir denken, da müsstest du wahrscheinlich ansuchen bei 300 Millionen Zeitgenossen Frauen im deutschen Sprachraum, bis sie das erste Fläschchen einem Kind dann füttern würden, de facto. Weil es schon für das Zeugen oder das Finden für eine Frau 50 Jahre aufwenden muss und dann noch abgelehnt wird, verstehst? Also musst du denken, wenn du dann ausgeliefert wärst, ein Kind muss da stehen, ist so ähnlich wie ein Flugzeug, also von dieser Seite der Technologie zu betrachten. Ein Flugzeug hat sehr viele Anforderungen, die es zu erfüllen gibt, dass es fliegt, verstehst? Ein einziger Computer, Bordcomputer, ein Mechanismus fällt aus, irgendwie, verstehst, navigationstechnisch eine Einflussgröße, Stellgröße, dann ist die Stadt rum hin, verstehst, dann stürzt ab, brrr, push, dann scheppert's. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn dann zwei, dreistellige Millionenbeträge von Männern 50 Jahre betteln müssen, dass sie geduldet werden, wenn sie verlangen, von einer Frau einmal in den letzten 10 Jahren ein Milchfläschchen dem eigenen Kind zu füttern. Und das nicht, aber wenn sie zum Beispiel irgendwie auswärtig tätig sind, das Kind nicht umzulegen oder es nicht zu lassen, zu vertilgen oder wegnehmen oder sonst was oder Vaterschaft vertauschen. Dann ist der Energieflussgröße so groß, verstehst, dass in einem ganzen Völkerverbund, in einem babylonischen Hurenstaatenverbund, nur mehr ein paar elitäre Jünglinge leben können. Und für jeden Jüngling ist dann 400.000 Quadratkilometer leer. Und dann wird noch immer weiter quaruliert. Und es lebt nichts mehr, verstehst? Und das ist in allen Städten. Ob ich zum Beispiel, was weiß ich, sollte ich zum Beispiel irgendwo anders sein, in Hamburg, ist auch alles leer, nur ein paar Prostituierte. Ein paar alte, rattige Weiber. Jetzt muss er denken, dann hat das Volk schon sehr große Einbußen erlitten, verstehst? Wenn zu lange, über so viele Jahrzehnte immer mehr quaruliert wird und wenn jeder seine ganze Vitalität und Männlichkeit, Potenz, ja, alle Formen der Energie verschwenden müsste, um vorbereitend geduldet zu werden, falls einmal ein Kind hätte oder falls einmal eine Arbeitsstelle hätte, dass er sie dann ausführen dürfte und was er sich, verstehst? Also, da kommt da nichts mehr raus, verstehst? Verstehst, wie ich meine?